Hallo Welt, da sind wir wieder mit unseren Kindern hier schon wieder am Wasserfall. Und wir wollten eigentlich ein Krokodil jagen. Ein vorzeitiges Krokodil. Ihr wisst schon, ein Steinzeitkrokodil, die heißen anders hier. Die großen mit den Schuppen. Haben die Schuppen? Das sind doch keine Fische. Ja, aber die haben irgendwas, haben die auch. So, einmal inspizieren. Oh, das ist gut. Aufessen. Willst du nicht? Ja, wir haben schon einen Stock verloren, oder? Oh, viel Fraß. So war das jetzt gar nicht gedacht. Also wir haben ein prima Jagdgebiet gefunden hier. Alles gibt's hier. Schweine gibt's hier. Medizin. Stöcke. Und Medizin, habe ich schon gesagt. Ach so, und verschiedene Tiere. Wir haben Schweine hier. Wir haben den Panther, haben wir schon gesehen. Den Säbelzahntiger, den schwarzen. Flusspferde, ganz, ganz viele. Schön für die Kinder zum Spielen. Und dann vor allem auch Krokodile. Tja, da müssen wir jetzt nur rausfinden. Oh. Wie kriegen wir das am besten hin, dass wir uns eine richtig gute Jagdstelle hier ausgucken? Man könnte auch noch weitergehen natürlich. Wer weiß, was uns da noch alles erwartet. Vögel übrigens gibt's auch hier. Hatten wir auch schon Bekanntschaft mitgeschlossen. Was ist das? Weiße Steine? Ach nee. Das ist der Morgenschimmer. Die Sonne scheint da so drauf, deswegen. Da Papageien, die ganz komisch nach oben fliegen. Ist er weg? Ich glaube, der ist tot gewesen. Das war sein Geist, der da nach oben geflogen ist. Ja, und wir haben schon angefangen, uns ein Nest zu bauen, aber das reicht irgendwie noch nicht, fürchte ich. Was uns hier fehlt, ist eine vernünftige Höhle. Wir haben eine gefunden, aber die ist zu... Da ist nichts los. Also, das gibt's... Da ist Wasser drin, okay, aber sonst macht die komische Geräusche und es ist zu wenig los. Vielleicht sollten wir wirklich weiterziehen, ha? Oh, das ist gut. Hier sehe ich was. Stöcke nämlich. Oh, hier wird es schon wieder so laut. Andere Hand. Verändern. Und. Jawohl, da haben wir schon mal einen Knüppel. Einen zweiten Knüppel. Dass wir das so können, mit vollen Händen überhaupt. Uns dann auch noch festhalten. So, mit der tiefen Wahrnehmung kann wir es zwar noch nicht, aber ich glaube, darunter schaffen wir es zu unserem Nest. Jawohl. Da können wir nämlich hier schon mal anfangen, so ein kleines Stocklager hinzubauen. Vielleicht da unten direkt. Oh, und Medizin eigentlich auch. Das war nicht gut. Das war schon besser. Oh.
Moment, wenn wir zu viele von denen stapeln, ach nee, dann wir müssen das Bauvorhaben beginnen, dann... Dann haben wir da oben so einen Quatsch stehen, oder? Dass wir nie wieder abgebaut bekommen. Ach Quatsch, lass doch das Ding liegen. Wir werden 1 Million Stücke brauchen hier oben. Ich weiß das jetzt schon. Weil hier so viele Tiere sind, das sieht man jetzt in dieser Folge nicht. Aber in der letzten hat man es gesehen. Ich will mal die linke Shift-Taste drücken, um schnell zu rennen, aber das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Mit der linken Shift-Taste geht das nicht. Das geht nur mit der Leertaste hier. Und wenn man loslässt, dann springt der Affe. Der Voraffe, der Vormensch, der Primat, der ihr wisst schon. Genau der. Das war alles. Ich habe gesagt, hier gibt es so viele trockene... So diese spitzen Stockbäume gibt es so viele. Gibt's gar nicht. Durst? Ah, das haben wir gleich. Nein, lass doch den Stein los. So. Inspizieren. Erstmal gucken, ob das gut ist. Ja, das ist gut. Du hattest gar keinen Durst. Was machst denn du da für Anstalten? Komm, wenn du keinen Durst hast, dann nimm wenigstens das hier schon mal mit. Wenn es hier eine Höhle gäbe, oder? Hier ist es auch nicht so laut. Was ist das? Lass es mal fallen. Das andere auch? Oh. Seit wann? Ich wollte da eigentlich schon mal einen Stapel wieder. Nein. Stapel das. Wo ist das andere? Ah, das andere ist jetzt weg. Okay, dann stapeln wir das hier. Schön, stapeln. Gut. Und jetzt? Was hast du denn? Hunger, oder? Eigentlich geht's dir doch ganz gut gerade. Da drüben ist noch so ein Baum. So ein dröger Baum. Ja, den haben wir leer gerupft. Typisch Mensch. Na, was hat er denn? Kann man das hier irgendwo sehen, was er hat? Nein. Aber... Das ist schon ganz schön am Ende. Vielleicht sollten wir die Rückreise mal antreten und mit einem anderen Weibchen hierhin und weiterbauen, weil das schafft das sonst nicht mehr zurück. Ich wollte mir das angucken, was das hier überhaupt ist. Haben wir das hier mal hingestellt? Ach so. Das ist aber gut. Okay.
Oh, das war's schon. Oh. Guck mal hier, was zu essen vielleicht. Noch einmal inspizieren. Magst du das gerade? Echt? Sonnenhunger? Weinberg schmecken. Wohlbekomm's. Gib den Kleinen auch mal was. Zu spät. Egoist. Ah ja, die Schnecken gegen Gift. Was hast du denn? Was war denn das nochmal? Ich dachte, er hat Durst, wenn er so... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir wollten in die andere Richtung eigentlich. Na dann. Oh, guckt euch das an, wie viel von den Ackerschachtelhalmen hier wächst. Du bist doch gar nicht durstig. Was hast du denn? Heimweh vielleicht. Nicht doch. War gut, wenigstens. Wow! Das war der, den kennen wir. Der hat immer noch unseren Stock am Stecken. Eigentlich müsste er verblutet sein. Wir wären schon längst verblutet. Der nicht. Was ist das denn da vorne? Oh, der folgt uns ja. Und wenn wir ganz schnell dahin rennen und uns einen spitzen Stock daraus basteln. Ich fürchte, so schnell sind wir nicht, oder? Wenn wir ins Wasser springen, ja, das ginge. Ich glaube, die können nicht schwimmen. Hier sind doch die anderen. Was ist das, Ratten? Otter. Die wissen sich aber auch zu wehren. Der ist aber schon mal ein bisschen mehr angeschlagen jetzt, wenigstens. Oh nein, was war das, die Maus?
Warum geht denn das wieder nicht? Ich will auch wissen, was das da... Vielleicht ist das irgendein cooles Gift oder so. Auf mit dir! Nicht runter! In Panik, der schafft er das einfach nicht, nach oben zu gehen. Ist da noch irgendein Viech da? Können wir das denn nicht inspizieren, was da unten ist? Ach, dann. Vielleicht mit anderen Sinnen hören? Da sind die Otter. Warum können wir das denn nicht? Aber das meine ich doch gar nicht. Warum können wir das hier nicht inspizieren eigentlich? Guck doch, was das hier ist. Das geht doch sonst. Warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt. Nahrung entdeckt. Mitnehmen. Angelplatz. Ach, was jetzt echt so ein Aufwand wegen einem Angelplatz. Oh Mann. Naja, müssen wir lernen für später. Willst du wohl bauen?
Leg das doch da. Stapel das doch mal. Mann, was soll das denn? Du sollst das da hinstapeln. Wieso machst du das nicht? So. Und bauen. Bau dir ein Bett schnell. Ich wollte das eigentlich schön hier irgendwo mit Aussicht auf den Tümpel da unten machen, aber zu spät. Ja, bringt was gegen Kälte, ich wusste es. Wir brauchen irgendwelche Steine hier oben. Dann können wir die Blutungen stoppen. Und in der nächsten Folge werden wir zusehen, dass wir unsere Blutungen stoppen. Aber diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.